Die Besorgnis ist also groß und diese Besorgnis reiht sich ein in eine Reihe von geschichtlichen Ereignissen der jüngsten Zeit, die natürlich auch, und das ist der Übergang zu meinem eigentlichen Vortrag, die deutsche Bevölkerung und die deutsche Wirtschaft nicht unberührt lassen. Das Jahr 23, das ökonomische Jahr 23, ist noch immer geprägt von dem Krieg, den Wladimir Putin nach Europa getragen hat. Vor diesen beiden düsteren Szenarien hat sich die deutsche Wirtschaft gehalten, aber natürlich unter schlechten Vorzeichen. Das, was wir im Jahr 23 erleben mussten, ist ursächlich noch immer mit dem Angriffskrieg von Wladimir Putin verbunden, den hohen Energiepreisen durch das Fehlen des russischen Gases, das ersetzt werden muss, durch gestörte Weltmarktbeziehungen, durch hohe Inflation, die mit hohen Zinsen bekämpft wurden, von der EZB mit einem steilen Anstieg beantwortet, um sie wieder runterzubringen. All das geht letztlich zurück auf den Angriffskrieg von Wladimir Putin auf die Ukraine. Deswegen korrigieren wir die Frühjahrsprojektion, die hier noch von einem moderaten, leichten, schwachen, aber leichten Wachstum von 0,4% ausgegangen ist, auf minus 0,4 negatives Wachstum in diesem Jahr nach unten.